Ferrero sorgt mit einem Salmonellenskandal für Schlagzeilen. Doch der Konzern verkauft nicht nur Kinderschoggi, dem Milliardenkonzern gehören auch Marken wie Nutella, Moncheri und Tic Tac. 1/9 Ferreros Vorstandsvorsitzender Giovanni Ferrero hat heute ein Vermögen von über 33,4 Milliarden Franken. Die Geschichte des Süßwarenherstellers begann vor über 75 Jahren in einer Konditorei im italienischen Alba. Kinderschokolade ist eines der beliebtesten Produkte von Ferrero. Die Firma musste sie zurückziehen, da einzelne Chargen kontaminiert waren und Übelkeit auslösten. Wikipedia, Donald, CCBYSA 3.0 Ferrero hätte möglichst offen kommunizieren müssen, um zu zeigen, dass das Unternehmen den Salmonellenfall ernst nehme und sofort handle, sagt Bettina Zimmermann, die Chefin von GU Sicherheit, die über 100 Firmen bei der Krisenbewältigung geholfen hat. GU Sicherheit und Partner AG, Bettina Zimmermann. Darum geht's, Ferrero kämpft gegen einen Salmonellenskandal und musste diverse Kinderprodukte zurückrufen. Die Familienfirma, die es seit 1946 gibt, schaffte ihren Durchbruch mit der Nusscreme Nutella. Heute liegt Gründer Giovanni Ferrero im Ranking der reichsten Menschen der Welt auf Platz 40. Ferrero kämpft gegen einen Salmonellenskandal, der Konzern musste Waren der Marke Kinder zurückrufen, weil Schoggi-Fans nach dem Konsum teils mit blutigem Durchfall im Spital landeten. Auch Migros und Coop haben reagiert und Geschenktüten und Schokobons aus dem Regal genommen. Der Salmonellenskandal hatte seinen Ursprung in Belgien. Das Land hat nun reagiert, die Fabrik in Arlon ist zu und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ferrero hätte sofort einschreiten sollen, um das zu verhindern, sagt Bettina Zimmermann, die Chefin von GU Sicherheit, die über 100 Firmen bei der Krisenbewältigung geholfen hat. Die interne Prüfung sei wohl nicht optimal gelaufen, sonst wären die Salmonellen heute kein Problem mehr. Trotzdem geht die Expertin davon aus, dass sich Ferrero erholen wird. Denn der Konzern ist breit aufgestellt. Betroffen vom Salmonellenskandal ist nur die Marke Kinder, unter anderem die Überraschungseier, Mini-Eggs, Schokobons und die Happy Moments-Boxen mit Mini-Schokoladen. Auch Duplo, Giotto, Hanuta, Moncheri, Raffaello, Rocher und Ferrero Küsschen sind vom Konzern. Bekannt sind auch die Milchschnitten, Tic-Tac-Bonbons, Nutella und der Schokoladenriegel Joghurette. Ferrero produziert zudem den Eistee Estate und die Marken Pan Echioc, Pocket Coffee, Rond Noir, Tronchi, Fiesta und Garden. Familienclan aus dem Piemont. Die Brüder Pietro und Giovanni Ferrero führten zuerst eine Konditorei im italienischen Alba. Dort erfanden sie Nutella und schafften 1964 den Durchbruch. Heute beschäftigt Ferrero in 32 Produktionsfirmen über 3800 Angestellte, auch in Zug. 2021 machte der Food-Gigant laut NZZ fast 12,9 Milliarden Franken Umsatz. Ferrero ist ein Familienunternehmen und das sei normalerweise ein Bonus, in diese sei das Vertrauen oft hoch, sagt Zimmermann. Viele Kundinnen und Kunden würden die Geschichte hinter Ferrero aber nicht kennen. Darum hätte die Firma möglichst offen kommunizieren müssen, um zu zeigen, dass sie den Fall ernst nehme und sofort handle. Nestle Co. machte Ferrero zum Riesen. Nach Pietros Tod übernahm der streng katholische Sohn Michele. Er schuf in den 50er Jahren mit den Moncheri Praline den nächsten Topseller. Die Financial Times nannte ihn Italiens realen Willy Wonka, in Anlehnung an den Schokoladenbaron aus dem Film Charlie und die Schokoladenfabrik. 2018 landete Ferrero den nächsten Coup. Der Konzern kaufte Nestle für 2,8 Milliarden US-Dollar das US-Süßwarengeschäft ab und schnappte sich so Marken wie 100 Grand, Butterfinger, Chunky und Crunch. Das machte Ferrero zum drittgrößten Süßwarenproduzenten in den USA. Der reichste Mann Italiens. Davor hatte Ferrero bereits diverse Skandale fast unbeschadet überstanden, Alkohol in der Milchschnitte und in Kinder-Pingi, Eier aus nicht artgerechter Käfighaltung, die Werbung für die Milchschnitte als vermeintlich leichte Mahlzeit, der Palmöl-Skandal um Nutella, anders konnte Ferrero nichts anhaben. Heute ist Giovanni Ferrero gemäß Forbes der reichste Mann Italiens. Der 57-Jährige habe ein Vermögen von über 33,4 Milliarden Franken. Weltweit liegt er damit im Ranking der reichsten Menschen auf Platz 40.